ist gleich x plus 2. Nun, was mache ich in so einem Fall? Ich bringe jetzt nicht wie bei der Geraden die x auf die eine Seite und die Zahl auf die andere Seite, sondern ich habe das Problem, dass ich x und x Quadrat habe. Um sowas zu lösen, bringe ich alles auf eine Seite. Also minus x minus 2, da habe ich hier stehen x Quadrat minus x minus 2 gleich 0. So, jetzt wisst ihr, wie man sowas lösen muss, nämlich Satz von Vieta, PQ-Formel oder die ABC-Formel. Also haben wir jetzt im Prinzip jetzt auf ein Nullstellenproblem zurückgeführt und da wissen wir, dass es eine, zwei oder drei Lösungen gibt, genauso mit der gleichen Erklärung wie bei Nullstellen. Das heißt, was ich jetzt hier mache, ich werde einfach mal die PQ-Formel anwenden. x1, x2 ist gleich minus p halb, p ist 1, also minus 1, also habe ich hier 1 halb, plus minus, Wurzel aus dem halb zum Quadrat, also 4, ein Viertel und dann plus 2, also minus minus 2. Nun, das haben wir in anderen Videos schon gesehen, diese Wurzel gibt einfach 3 halbe. Wir haben also die Möglichkeit, x1 ist gleich 1 halb plus 3 halbe, also 4 halbe gibt 2, x2, naja, 1 halb minus 3 halbe gibt minus 1. Nun, bei den Nullstellen kann man jetzt einfach sagen, die Nullstelle wäre 2 und 0 gewesen, hier natürlich nicht, wir suchen die Schnittpunkte und nicht Nullstellen. Wir müssen also eine von beiden Funktionen nehmen und den x-Wert einsetzen. Machen wir das einfach mal hier und sagen, wir rechnen mal g von 2 aus. Das ist 2 plus 2, ist 4. Somit kriegen wir den Schnittpunkt raus. Er ist 1, ist 2 und 4. Hier drüben spaßeshalber mal f von x einsetzen. Also f von minus 1, minus 1 ins Quadrat ist 1. Somit haben wir den zweiten Schnittpunkt. S2 ist minus 1, 1. Das war jetzt ein Beispiel für Parabel mit Gerade schneiden. Jetzt schneiden wir Parabel mit Parabel. Hier oben auch schon ein Beispiel vorbereitet. X, 2x Quadrat schneiden wir jetzt mit x Quadrat plus 1. Auch hier müssen wir einfach gleichsetzen. Also f von x soll das gleiche sein wie g von x. Sie sollen sowohl den gleichen x-Wert als den gleichen y-Wert haben. Dann ist natürlich ein Schnittpunkt. Und dann haben wir hier 2x Quadrat ist gleich x Quadrat plus 1. Wir sollen wieder alles auf die gleiche Seite bringen. Wir sagen hier einfach mal minus x Quadrat, minus 1, dann haben wir noch x Quadrat, minus 1 gleich 0. Jetzt haben wir da Möglichkeiten, das zu lösen. Die eine wäre PQ-Formel. Oder wir sehen, dass hier überhaupt kein gemischter Term vorkommt. Ein Schritt war also hier etwas umsonst, aber das passiert öfters mal in der Mathematik. Wir haben also x Quadrat soll 1 sein. Ja, da wissen wir ja, x1 wäre in dem Fall minus 1 und x2 die 1. Einfach die Wurzel ziehen, besser gesagt überlegen, welche Zahl mit sich selbst modifiziert, ergibt 1. Jetzt müssen wir auch wieder die Schnittpunkte bestimmen, das heißt, wir müssen jetzt wieder eine von den Formeln da oben einsetzen. Nehmen wir einfach mal g von x, also g von minus 1, minus 1 ins Quadrat, ergibt 1 plus 1 gibt 2, also haben wir den Schnittpunkt s1 minus 1 und 2. Und g von 1, 1 eingesetzt in g gibt auch 2, das heißt s2 ist 1 und 2. Wir haben also auch hier beide Schnittpunkte bestimmt.